Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Pressekonferenz der Deutschen Diabetesgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Es ist schon fast eine zumindest kleine Tradition, dass diese sehr eng miteinander verbandenen Fachgesellschaften mindestens einmal im ihre Themen, ihre aktuellen Entwicklungen gemeinsam der medialen Öffentlichkeit vorstellen. Heute ist es wieder soweit. Was ein Novum ist, ist, dass es online ist. Wobei, Novum kann man schon fast nicht mehr sagen. Wir haben uns ja alle in den letzten Wochen und Monaten ganz schnell daran gewöhnt, dass ganz vieles online passiert in Zeiten von Corona. Und um Corona wird es natürlich auch im Rahmen dieser Pressekonferenz gehen. Allerdings nicht nur. Es wird auch um Corona gehen, weil Hormone und Stoffwechsel haben natürlich auf sämtliche Prozesse im Körper Einfluss. Und das heißt, sie haben natürlich auch auf ein Infektionsgeschehen wie bei einer COVID-19-Infektion entsprechend Einfluss. Aber wie gesagt, das wird ein Thema sein. Wir haben noch eine Reihe anderer Themen heute vorbereitet. Und dementsprechend vielseitig ist auch unser Online-Podium besetzt, das diabetologisch, endokrinologisch, aber auch pädiatrische Kompetenz hier vereint. Und ich möchte Ihnen die Dame und die drei Herren zunächst vorstellen. Seitens der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie begrüße ich zunächst ganz herzlich deren Mediensprecher, Herrn Professor Weber. Er ist uns von der Universitätsmedizin in Mainz zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Weber. Wenn sich mein Blick jetzt nach unten senkt, bedeutet das, dass ich Herrn Professor Weber auf meinem Bildschirm unten sehe. Daneben sitzt in meinem Bildschirm zumindest Frau Professor Führer-Sake. Sie innerhalb der DGE und sie hat uns heute ein ganz spannendes neues Sonderforschungsprojekt mitgebracht, über das sie berichten wird. Dann begrüße ich seitens der Deutschen Diabetesgesellschaft ebenfalls deren Mediensprecher, Herrn Professor Gallwitz. Ihn treffen wir am Universitätsklinikum in Tübingen an, genauso wie Herrn Professor Neu. Ich nehme mal an, er sitzt nur einige Türen oder ein Haus zumindest. Herr Professor Neu ist der Pädiater hier in der Runde. Er ist kommissarischer ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum in Tübingen und Vizepräsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Das ist heute unser Expertengremium und wir werden gleich mit den Themen beginnen. Doch zuvor möchte ich noch einige organisatorische Hinweise weitergeben. Hören. Und Sie haben während der gesamten Zeit die Möglichkeit, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Bitte ergänzen Sie immer Medium und Name. Wir versuchen natürlich im Rahmen der Pressekonferenz möglichst viele Fragen zu beantworten. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, dass wir wirklich jede einzelne beantworten können, weil wir haben wieder über 60 Teilnehmer hier in der Konferenz. Und es kann schon sein, dass es dann innerhalb der Stunde einfach zu viel wird. Deswegen unbedingt Name und Medium mit dazu schreiben, dass wir eventuell auch im Nachgang Fragen beantworten können noch. Sie sind seitens der Medien, liebe Journalistinnen und Journalisten, während der Pressekonferenz stumm geschaltet. Also auch wenn Sie was sagen, wir hören Sie leider nicht. Aber das geht bei der Fülle der Teilnehmer einfach nicht anders. Außerdem möchte ich Ihnen die Organisatorinnen im Hintergrund vorstellen. Die sind natürlich gar nicht im Hintergrund, sondern sehr präsent, nur momentan nicht sichtbar. Frau Sellig und Frau Hombrich, die dafür sorgen, dass Sie erstmal alle Informationen bekommen, die Sie brauchen und dass hier technisch alles reibungslos läuft. Und dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und im Nachgang im Internet zu sehen sein wird. So, dann kann es losgehen. Ich hatte ja schon gesagt, wir werden uns auch mit Covid-19 beschäftigen und damit wollen wir auch beginnen. Wir haben da zwei Perspektiven ausgewählt. Zum einen wollen wir einen Blick auf medizinische, wissenschaftliche Hintergründe werfen und tatsächlich fragen, inwieweit Hormone, vor allem ein Hormon, den Krankheitsverlauf, das die Krankheitsentstehung ein Stück weit auch mit beeinflussen kann. Auch strukturellen Fragen nachgehen und gucken, inwieweit die Pandemie, die Versorgungssituation und die Versorgungsqualität von chronisch kranken Patienten verändert. Doch beginnen wir jetzt mit dem medizinisch-wissenschaftlichen Teil. Eine britische Kohortenstudie an 535
ich glaube, 535 Covid-19-Patienten hat gezeigt, dass diese Patienten allesamt eine erhöhte Cortisolkonzentration aufwiesen. Cortisol ist ein Stresshormon. Herr Professor Weber, die Pandemie an für sich hat uns allen jede Menge Stress verursacht, aber anscheinend spielt dieses Hormon tatsächlich auch wirklich bei der Entstehung und auch vor allem beim Verlauf von Covid-19 eine ganz entscheidende Rolle. Was weiß man dazu heute schon, beziehungsweise was lassen die Daten da an Schlüssen zu? Ja, vielen Dank, Frau Döbler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick darüber geben, dass Hormone und damit auch die Endokrinologie als die Lehre von den Hormonen auf vielen Ebenen eine ganz wichtige Rolle bei der aktuellen Coronavirus-Pandemie spielen, unter anderem eben auch das schon angesprochene Stresshormon. Aber wir wissen ja auch zum Beispiel, dass das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, ein für die Blutdruckregulierung sehr wichtiges Hormonsystem, ebenfalls eine ganz wichtige Rolle bei der Entstehung einer Covid-19-Infektion spielen kann, da das auf der Zelloberfläche sitzende Schlüsselenzym dieses Systems, das ACE2, auch als Eintrittspforte für SARS-CoV-2-Viren in die Zelle funktioniert. Und daher gab es auch initial große Verunsicherungen bei vielen Patienten, die ein entsprechendes Bluthochdruckmedikament einnehmen, wie ACE-Hämmer oder AT2-Blocker, weil ja auch häufig bei Diabetes eingesetzt werden und die dann besorgt waren, dass dies möglicherweise der Infektion Vorschub leisten könnte. Dass dies Gott sei Dank nicht der Fall ist, das zeigen aktuelle große Studien, die darauf hinweisen, dass hier kein Risiko besteht und bestätigen damit auch die aktuellen Empfehlungen aller Fachgesellschaften und der Endokrinologen, diese Medikamente unbedingt weiterzunehmen, da sie unter Umständen sogar vor einem schwereren Verlauf einer Lungeninfektion schützen können. Das wichtigste Beispiel dafür, dass Hormone aber eine ganz wichtige Rolle bei Coronavirus-Infektionen spielen, das ist natürlich das Insulin. Wir wissen, dass Diabetes mellitus, der ja entweder durch eine mangelnde Wirkung von Insulin oder ein ganzes Fehlen dieses lebensnotwendigen Hormons mit einem erhöhten Risiko für einen schwereren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung assoziiert ist. Dies betrifft allerdings vor allem Patienten mit einem hohen Blutzucker, also einer schlechten Stoffwechseleinstellung, aber auch mit Begleiterkrankungen wie Übergewichtigkeit und Bluthochdruck. Viel weniger ist allerdings bekannt, dass es neben diesen ganz wichtigen Hormonsystemen aber auch viele andere hormonelle Erkrankungen gibt, die alle einen Zusammenhang mit der Coronavirus-Infektion aufweisen können, wo die Patienten auf eine besondere Versorgung in diesen schwierigen Zeiten angewiesen sind. Ich denke hier zum Beispiel an Patienten mit Hirnanhangsdrüsenerkrankungen, bei denen zum Beispiel ein ganz wesentliches Hormon für die Regulation des Wasserhaushaltes fehlt, das Vasopressin, die dann durch dauerndes Wasserlassen und Nachtrinken einen sogenannten Diabetes insipidus entwickeln und die besonders stark gefährdet sind, wenn sie zusätzlich noch eine Coronavirus-Erkrankung erleiden würden, da dann ihr Wasserhaushalt gefährlich entgleisen könnte und die daher auch regelmäßig überwacht werden muss. Aber wir hatten es ja schon gehört, auch ein weiteres Hormon spielt eine scheinbar ganz besondere Rolle bei einer Covid-19-Infektion. Und das ist das Stresshormon Cortisol. Das Hormon wird bei Stress unter der Kontrolle der Hirnanhangsdrüse aus den Nebennieren sehr schnell in die Blutbahn ausgeschüttet und wirkt dort als Kampf- und Fluchthormon, wo es lebensnotwendige Wirkungen auf den Kreislauf, das Immunsystem und zahlreiche Stoffwechselvorgänge hat. Kommt es jedoch zu einer chronischen Erhöhung dieses Stresshormones, wie es zum Beispiel bei einer dauerhaften Belastungssituation der Fall sein kann, aber eben auch bei seltenen Hormonerkrankungen wie dem Cushing-Syndrom, wo es in der Nebenniere oder aus der Hirnanhangsdrüse zu einer Überproduktion kommen kann, so kann dies ebenfalls schwerwiegende negative Auswirkungen mit Abschwächung des Immunsystems, Entstehung von Bluthochdruck und Verschlechterung der Blutzuckerstoffwechsellage haben. Daher kann man sich sehr gut vorstellen, dass eine dauerhafte Erhöhung dieses Stresshormons Cortisol gerade im Hinblick auf eine mögliche Virusinfektion wie Covid-19 nicht nur zu einer erhöhten Infektanfälligkeit, sondern auch zu einem schlechteren Krankheitsverlauf beitragen kann. Und Sie hatten ja diese aktuelle Kohortenstudie schon angesprochen, in der zum ersten Mal auch wirklich belegt werden konnte, dass in der Tat höhere Cortisolspiegel im Blut von Patienten mit Covid-19-Erkrankungen gefunden werden im Vergleich zu anderen Patienten mit anderen Infektionserkrankungen.
und dass hohe Cortisolspiegel in der Tat auch mit einer schlechteren Prognose bei diesen Patienten, mit einem schlechteren Überleben assoziiert sind. Also das Stresshormon sozusagen als Marker für einen ungünstigen, schlechten Verlauf einer Covid-19-Infektion. Umgekehrt kann es aber auch zu einem zu wenig dieses Stresshormons kommen, wie zum Beispiel bei einem Ausfall der Hirnanhangsdrüsenfunktion oder der Nebennierenfunktion. Dann entsteht der sogenannte Morbus Addison. Und hier wiederum ebenfalls ist dies mit einer erhöhten Infektionsneigung assoziiert. Und diese Patienten brauchen, ähnlich wie der Typ-1-Diabetiker, das Insulin, das Cortisol lebensnotwendig ersetzt und müssen diese Therapie auch entsprechend anpassen, wenn sie eine zusätzliche schwere Erkrankung, zum Beispiel Covid-19, bekämen. Daher sind diese Patienten im Krankheitsfall besonders stark auf eine engmaschige Anpassung und Erhöhung ihrer Cortisolmedikation und eine regelmäßige Überprüfung ihrer Krankheitssituation angewiesen und darauf, dass es eben gegebenenfalls zu einem raschen Eingreifen durch einen Spezialisten kommen kann, da es ansonsten zu einer gefürchteten Addison-Krise bis hin zum Koma oder Tod kommen kann. Eine Nebennierenschwäche oder ein Mangel an diesem Stresshormon ist zudem gar nicht so selten, weil es auch bei Patienten mit einer chronischen Einnahme von Cortisonpräparaten, zum Beispiel im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen oder rheumatischen Erkrankungen, zu einer Nebennierenschwäche kommen kann und diese Patienten dann ebenfalls im Krankheitsfall lebensbedrohlich gefährdet sein können. Daher ist es besonders wichtig, dass gerade Patienten mit einer Über- oder Unterfunktion dieses Stresshormonstoffwechsels während der Corona-Pandemie besonders gut überwacht und vor einer Infektion geschützt werden. Dies kann aber nur bei einer sehr engen und regelmäßigen Versorgung der Patienten durch den betreuenden Endokrinologen gelingen, was in Zeiten einer sozialen Isolation natürlich eine besondere Herausforderung darstellt. Aktiv wird aber aktuell auch darüber nachgedacht und geforscht, inwieweit das Stresshormon vielleicht auch bei einer Covid-19-Erkrankung therapeutisch eingesetzt werden könnte. In diesem Zusammenhang gab es ja einen Vorabbericht von einer britischen Studie, wo die Einnahme von Dexamethason bei Patienten mit einem sehr schweren Verlauf, die beatmet werden mussten oder Sauerstoff benötigt haben, ein besseres Überleben und einen kürzeren Verlauf der Covid-19-Infektion verursachen konnte. Das war Dexamethason, was ein Cortison-ähnliches, sehr stark wirksames Präparat ist. Die WHO, aber auch die Endokrinologen warnen allerdings davor, dies routinemäßig eine Cortisontherapie bei Covid-19 außerhalb von klinischen Studien durchzuführen, da es ja je nach dem Stadium der Infektion unter der Cortisoneinnahme auch zu negativen Effekten kommen kann. Hier besteht also noch viel Forschungsbedarf. Die gezeigten Beispiele belegen jedoch, wie wichtig die Rolle des Hormonsystems für die Entstehung, den Verlauf, aber möglicherweise auch für die Behandlung einer Covid-19-Infektion ist und weisen darauf hin, dass besonders Patienten mit Hormon- und Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Patienten mit Cushing-Syndrom, Addison-Syndrom, aber auch Menschen mit Diabetes, besonders auf eine gute und engmaschige Versorgung durch ihren behandelnden Endokrinologen und Diabetologen auch in den Zeiten der Corona-Pandemie angewiesen sind. Dies ist jedoch nur möglich, wenn auch die entsprechenden Strukturen durch das Gesundheitswesen bereitgestellt und unterstützt werden. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Sommer. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es tatsächlich so, dass sowohl zu wenig als auch zu viel Cortisol ein Risiko darstellen können. Jetzt hatten Sie die Patienten angesprochen, die aus welchen Gründen auch immer Cortisonpräparate einnehmen müssen. Gleichzeitig kann aber auch oder wird gerade daran geforscht, ob Cortison therapeutisch eingesetzt werden könnte. Sind denn diese Patienten mit Cortisongaben eher Risikopatienten oder eher besser geschützt? Oder wie kann man das heute einschätzen? Also das ist ein Widerspruch. Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Hier muss man grundsätzlich unterscheiden. Gibt man das Cortison als Ersatz bei einem Menschen, der kein eigenes Cortison bilden kann, dann braucht dieser Mensch das Cortison lebensnotwendig. Und wenn er es nicht hat, dann kann er in einen Koma fallen. Im Falle einer Infektion oder eines schweren Unfalls, einer Operation, braucht er entsprechend mehr Cortison, so wie es auch der gesunde Mensch eben ausschütten würde. Wenn das nicht gewährleistet ist, kann es ebenfalls zu schweren Entgleisungen kommen. Daneben gibt es natürlich eine andere Gruppe von Menschen, die Cortison einnehmen, meistens in Form anderer Präparate, die stärker wirksam sind, die das einnehmen, weil sie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung oder eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis haben.
Und diese Patienten sind natürlich in der Regel schon eher gefährdet, weil sie eben Begleiterkrankungen haben, die auch dann wiederum ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf mit sich bringen. Und sie können gefährdet sein, wenn sie zu viel Cortisol, also wenn das Cortisol so hoch dosiert werden muss, dass auch das Immunsystem ganz gezielt unterdrückt werden muss. Das ist zum Beispiel natürlich nach einer Transplantation der Fall. Hier wollen wir ja das Immunsystem unterdrücken, aber der Preis, den wir dafür bezahlen, ist natürlich auch eine erhöhte Infektanfälligkeit. Und noch viel komplizierter wird es dann, wenn wir Cortison einsetzen wollen bei einer Infektion, zum Beispiel auf Intensivstationen. Hier kommt es sehr stark auf den Zeitpunkt an, wann Cortison wie wirkt. Am Anfang kann es die Immunabwehr sogar entscheidend fördern, indem es sozusagen den Organismus auf den Kampf mit dem Virus einstellt. Aber eine chronische Erhöhung oder eine dauerhafte Erhöhung kann eben genauso dann wieder schwerwiegende nachteilige Effekte haben. Und deswegen kann ich Ihnen Ihre Frage leider nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Also man muss da sehr, sehr genau im Einzelfall hinschauen. Sie hatten ja auch betont, wie wichtig es ist, dass man gerade bei eben besonderen speziellen Patientengruppen, bei Patienten mit speziellen Krankheiten, sehr genau überwacht, wie der Hormonstatus, wie der Cortisolstatus jetzt beispielsweise ist. Wie ist das denn in den letzten Monaten tatsächlich gelaufen bei Ihnen? Sie hatten auch darauf hingewiesen, dass das in Zeiten von Social Distancing eben alles andere als einfach war. Nun, hier ist natürlich, glaube ich, ein Schlüsselfaktor, dass die Patienten mit diesen zum Teil seltenen und sehr anspruchsvollen Erkrankungen immer einen Ansprechpartner haben, den sie kontaktieren können. Da ist natürlich bevorzugt das Telefon oder die telemedizinische Versorgung das Mittel der Wahl. Aber wenn es eben darauf ankommt, Elektrolytentgleisungen, Wasserhaushaltsentgleisungen oder andere vitale Parameter zu überprüfen, dann müssen wir den Patienten eben doch unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen zu uns in die Klinik oder Praxis bitten, um eben eine entsprechende Untersuchung machen zu können. Und hier die richtige Balance zu finden zwischen einer ausreichend guten Versorgung und einem sozialen Isolieren mit möglichst wenigen Kontakten ist nicht so einfach. Und wir werden ja auch nachher noch hören, man muss aufpassen, dass man hier nicht das Kind mit dem Bad ausschüttet. Mm-hmm. Nochmal gerade mit Blick auf das Cortisol. Sie hatten ja auch davon gesprochen, dass es fast wie ein Biomarker eventuell genutzt werden könnte, um Krankheitsentstehung, Verlauf vorherzusehen. Wird das heute tatsächlich schon gemacht oder ist das nur ein Gedanke, den man aufgrund der aktuellen Erkenntnisse haben kann? Nur das ist eine ganz aktuelle Untersuchung, die das jetzt zum ersten Mal publiziert hat. Das muss natürlich auch in weiteren Untersuchungen überprüft werden, aber das Cortisol ist auch heute und schon viele Jahre immer im Blickpunkt aller Infektiologen auf Intensivstationen, ist das eine immerwährende Diskussion. Wir Mediziner kennen natürlich die Vor-, aber auch die Nachteile und Gefahren von Cortisol. Deswegen ist es auch eine sehr, sehr komplizierte Entscheidung und man kann hier nicht jetzt über den Kamm geschert sagen, alle sollen es bekommen oder keiner darf es bekommen. Das ist eine sehr individuelle, auf die einzelne Situation anzupassende Problematik. Aber es zeigt halt, wie wichtig die Hormone hier sind und gibt uns sicherlich auch für die Zukunft möglicherweise neue und wirksame Ansätze. Hier kam eine Frage im Chat, die geht in eine ähnliche Richtung und fragt, ob denn die Erkenntnisse, die Sie uns gerade vorgestellt haben, schon in entsprechenden S3-Leitlinien berücksichtigt wurden oder werden. Also ob das geplant ist, dass man das eben auch entsprechend damit einfließen lässt. Also geplant ist das sicherlich, aber eine S3-Leitlinie beruht ja auf randomisierten, placebo-kontrollierten prospektiven Studien, die alle viele Jahre dauern. Diese hohe Evidenz können wir im Moment nicht generieren, weil wir sonst einfach viel zu lange Zeit verlieren wollen. Hier ist es eben gefragt mit sehr viel Analogieschlüssen von anderen viralen Erkrankungen, die wir kennen, von grundsätzlichem medizinischen Verständnis und dem grundsätzlichen Verständnis des Hormonsystems, eben die optimalen Behandlungswege zu finden. Auch diese Publikationen, die jetzt hier einen positiven Effekt von Dexamethason in dieser speziellen Gruppe mit sehr schwerem Verlauf gezeigt haben. Das ist noch keine endgültige Publikation. Es bleibt abzuwarten, wie die endgültigen Daten aussehen. Die müssen bestätigt werden. Und wir haben es ja gerade in der Corona-Krise an anderen Beispielen mit neuen tollen Medikamenten, die sogar von amerikanischen Präsidenten ganz bevorzugt einzunehmen waren, gesehen, dass sich die Daten auch rasch wieder ändern können. Mhm.
Vielen Dank. Nochmal vielleicht abschließend eine ganz schlichte Frage. Cortisol ist ein Stresshormon. Stress erhöht die Infektanfälligkeit. Die Pandemie selbst hat vielen Menschen, denken wir mal an Homeschooling und aber auch Ängste, die entstanden sind, Stress verursacht. Ist es tatsächlich auch eine Gefahr, jetzt sich eher zu infizieren, wenn man mehr Stress erlebt in diesen momentanen Zeiten? Ja, also ich glaube, das Umgehen mit dieser durchaus für viele Menschen sehr belastenden, ja bis hin zu vital bedrohenden Situation, das ist eine chronische Stresssituation für viele. Ich denke auch an diejenigen, die von wirtschaftlichen Existenznöten betroffen sind, an diejenigen, die Angehörige verlieren, ohne eine entsprechende Möglichkeit einer Kommunikation und Trauerarbeit zu leisten, diejenigen, die sich fürchten vor Erkrankungen, weil sie zu Risikokollektiven gehören. Das sind alles sehr schwere, langfristige und große Stressmomente. Zudem kommt die Ungewissheit, dass wir ja die Gefahren gar nicht wirklich langfristig schon gut einschätzen können. Das erhöht natürlich den Stress. Das macht sicherlich auch infektanfälliger. Und deswegen gehen ja auch alle Empfehlungen dahin, dass man möglichst versuchen soll, hier mit diesem Stress auch professionell umzugehen. Zur Not auch eine Beratungsstelle zumindest anzurufen, zu kontaktieren, regelmäßig, soweit wie das möglich ist, auch körperlich aktiv zu bleiben, sich gesund zu ernähren, nicht zu viel Alkohol zu trinken, einfach um dem entgegenzuwirken. Aber eine Gefahr stellt diese dauerhafte Stresssituation sicherlich für die allgemeine Gesundheit durchaus dar. Also ganz klare Empfehlung, gesunde Lebensweise und möglichst wenig Stress, wenn möglich, hilft in allen Zeiten, aber eben auch in diesen Corona-Zeiten. Ganz herzlichen Dank, Herr Weber, erstmal soweit. Wir kommen später sicherlich nochmal auf den einen oder anderen Aspekt, den Sie ausgeführt haben, zurück. Wir wollen jetzt einen nochmal vertiefen, und zwar mit Herrn Professor Galbitz. Sie sprachen ja schon davon, Herr Professor Weber, wie wichtig eine gute Blutzuckereinstellung ist, dass das auch ein ganz entscheidender Marker ist, wie eine Covid-19-Erkrankung dann letztendlich verläuft. Komplikationen können erhöht sein bei einer schlechten Blutzuckereinstellung, aber letztendlich Nun hat aber genau die Pandemie, Herr Professor Gallwitz, dazu geführt, dass womöglich mehr Menschen als bislang schlechtere Blutzuckerwerte haben, weil nämlich genau das eingetreten ist, was Herr Professor Weber auch schon gesagt hat. Es wurden weniger Arzt-Patienten-Kontakte möglich. Diabetes-Schulungen zum Beispiel wurden komplett ausgesetzt. Die Praxen haben Besuchskontakte reduziert und auch die Krankenhäuser haben sich ja komplett auf das Infektionsgeschehen fokussiert. Obwohl wir jetzt an vielen Stellen sehr viel mehr Normalität erleben und auch gerade in den Arztpraxen und Krankenhäusern wieder mehr Normalität einkehrt, sagen Sie ja, wir sind noch lange nicht wieder in diesem Versorgungsstatus, den wir vor der Pandemie hatten. Was ist da in den letzten Wochen und Monaten passiert und wo bestehen da wirklich die Gefahren? Also die Gefahren waren ganz klar da, dass durch eben den Lockdown Patienten nicht mehr zu ihren Kontrollterminen anfänglich kommen konnten und dass ja selbst der gemeinsame Bundesausschuss gesagt hat, in den Disease Management Programmen setzen wir sozusagen die Dokumentation und alles erstmal aus, weil wir eben auch die Patienten nicht gefährden wollen durch den Besuch von Gruppenschulungen. Mittlerweile laufen ambulante und auch stationäre Angebote zum Glück wieder an, aber wir schauen zurück auf einige Monate, die doch prekär waren. Wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Diabetesberaterinnen zum Beispiel, die ja klassischerweise die Patientenschulung und auch mit die Patientenkontakte übernehmen in den Praxen und den Krankenhäusern, waren 30% sozusagen in reduzierter Arbeitszeit, 14% waren sozusagen auch in Kurzarbeit und 2% haben ihre Anstellung verloren. Das ist sehr, sehr viel. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir möglichst zügig auch wieder einen Weg zurückfinden, wo wir den Patienten eben
ein regelmäßiges und gutes und verlässliches Angebot machen können. In den Krankenhäusern und auch in den Praxen ist es jetzt auch so, dass die Hygienekonzepte gut umgesetzt sind und dass insofern Patienten auch gut wiederkommen können. Und hier ist es eben sehr wichtig, sozusagen an die normalen Vorsorgerhythmen, zum Beispiel mit einem quartalsmäßigen HbA1c-Check, um die Stoffwechsellage zu überprüfen, weiterzumachen und auch die übrigen Vorsorgeuntersuchungen nach Begleit- und Folgeerkrankungen durchzuführen. Wir wissen ja, dass besonders die Diabetespatienten sicher zur Risikogruppe zählen, die älter sind, die bereits Folge- und Begleiterkrankungen vor allem an den Gefäßen haben und dass die eben im Fall einer Infektion das Risiko eines schwereren Verlaufs haben. Und hier ist es eben auch ganz wichtig, bei den Patienten, die eben Infektzeichen haben, dass sie nicht versuchen, das sozusagen alleine mit sich auszumachen, sondern tatsächlich auch sich dann testen lassen und frühzeitig behandeln lassen, so dass man eben gegensteuern kann. Und hier ist es eben auch wichtig, dass gerade Patienten mit einer Covid-Infektion eine engmaschige Diabeteskontrolle haben. Wir wissen, dass in dem Fall eben auch das Überleben und die Komplikationsrate deutlich reduziert werden können. Auf der anderen Seite ist es so, dass eben jüngere Patienten mit Typ 1 Diabetes, die jetzt sehr, sehr gut eingestellt sind, sicher weniger Risiko haben, an einer Covid-19-Infektion zu erkranken. Aber hier ist es eben so, dass jetzt durch die geänderten und jetzt sich auch deutlich reduzierten Möglichkeiten für Sport dann doch einiges in der Stoffwechseleinstellung ändern kann und dass hier eben die Patienten, auch wenn sie mehr zu Hause sind, weniger Bewegung haben, vielleicht auch anders essen, doch vermehrt Blutzuckerselbstmessungen machen und auf den Stoffwechsel achten. Diabetologie eignet sich hier sehr, sehr gut, auch um die Stoffwechselwerte jetzt auf telefonischem Weg oder auf telemedizinischem Weg mit den Diabetes-Spezialisten und dem Diabetes-Teams zu besprechen. Also für Situationen, wo man jetzt keine weiteren Laboruntersuchungen braucht, sondern eben Fragestellungen sind zur Stoffwechseloptimierung, kann man das eben sehr, sehr gut dann zielgerichtet auf telefonischen oder telemedizinischen Weg machen. Und ich freue mich, dass hier eben auch zum Beispiel der Verband der Diabetes-Schulungsberufe und die Deutsche Diabetes-Gesellschaft auf einem guten Weg sind, das Angebot zu erhöhen und dass dies auch gesundheitspolitisch gewollt ist. Ich denke, dass auf der anderen Seite die Krise sehr, sehr wichtig ist, um auch nochmal vor Augen zu rufen, dass wir jetzt zwar mit einer akuten Pandemie durch eine Infektionskrankheit zu tun haben, dass auf der anderen Seite wir seit langem ja eine Diabetespandemie auch haben, die im Prinzip auch deutlich unterschätzt worden ist. Wir haben, das zeigen Zahlen aus Deutschland, jetzt mit etwa 7 Millionen Diabetespatienten in unserem Land zu tun. Und wir rechnen damit, dass es im Jahr 2040 traurigerweise vielleicht 12 Millionen sogar sein können. Und wir sind hierauf nicht gut vorbereitet und müssen viel mehr tun für Prävention, Versorgung, aber auch für Forschung. Und diesbezüglich bin ich sehr, sehr froh, dass die Bundesregierung jetzt für den 2. Juli auch nochmal das Thema nationale Diabetesstrategie, wo wir schon sehr lange als DDG hinterher sind, nochmal auf die Tagesordnung genommen hat. Und wir hoffen, dass eben hier gerade für die Punkte Prävention, Versorgung, auch Forschung tatsächlich gute Pläne gemacht werden für die
bessere Versorgung von Menschen mit Diabetes in der Zukunft. Was Forschungsfragen angeht, haben wir es jetzt zurück in Corona-Bezug mit einer neuen Infektionserkrankung zu tun. Und Herr Weber hatte ja auch angesprochen, dass wir hier noch auch einen großen Wissens- und Lernbedarf haben. Und insofern ist es, denke ich, sehr wichtig, dass sich hier in Deutschland auch das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung und die DDG und viele klinischen Einrichtungen beteiligen an großen internationalen Datenbanken und Forschungsnetzen, wie zum Beispiel LEOS, das eben versucht, Zusammenhänge zwischen Diabetes und Covid weiter aufzuklären. In diesem Zusammenhang ist in der letzten Woche auch sehr viel diskutiert worden, dass Covid möglicherweise auch Diabetes verursachen könnte. Da ist die Hypothese die, dass eben über die Andockstelle den ACE2-Rezeptor auch die insulinproduzierenden Beta-Zellen mit zerstört werden könnten. Hier sind aber noch sehr, sehr viele Fragen offen. Und wir haben derzeit noch nicht wirklich ein tatsächliches Signal gesehen, dass unter einer Covid-Infektion mehr Diabetes auftritt. Aber die Frage ist wichtig und der müssen wir nachgehen. Also wir haben viel zu tun, was die Versorgung jetzt in der akuten Lage angeht, was aber auch Prävention angeht und Forschung angeht. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Galwitz. Also auch mit Blick auf Diabetesentstehung und Covid-19 sind noch einige Fragen offen und vielleicht ganz neue, die bislang noch gar nicht so im Fokus waren. Wenn wir nochmal bei Covid-19 bleiben, die Deutsche Diabetesgesellschaft hat vor einiger Zeit auch Empfehlungen fürs Diabetesmanagement herausgegeben, gerade unter Covid-19-Bedingungen. Könnten Sie da noch mal ein Wort dazu sagen, was da wichtig ist, gerade auch mit Blick auf die Medikation, weil ja doch viele Menschen davon betroffen sind? Also hier ist es ganz wichtig, dass man versucht, eine normnahe Einstellung des Diabetes zu erreichen. Das heißt, dass die Blutzuckerwerte jetzt für Menschen, die nicht auf der Intensivstation sind, zwischen 100 und 180 Milligramm pro Deziliter entsprechend 3,9 bis 11 Millimol pro Liter liegen und der Blutzuckerlangzeitwert, der HbA1c-Wert, möglichst unter 7,5% ist und dass man diese Behandlungsziele möglichst ohne Unterzuckerungen erreichen sollte. Im Prinzip sollte man, solange man gesund ist, natürlich seine Diabetesmedikation weiternehmen. Ein Problem kann auftreten, wenn man jetzt sagen wir, starkes Fieber hat und auch nicht mehr so normal essen und trinken kann, dann sollte man als Mensch mit Typ-2-Diabetes Metformin zum Beispiel eher pausieren und auch eben andere orale Medikamente wie zum Beispiel die SGLT-2-Hämmer oder auch Sulfonylharnstoffe eher pausieren und dann eben in dieser akuten Phase mit hohem Fieber und Schwierigkeiten Passagier auf eine Insulinbehandlung umsteigen. Da ist dann oft auch sicher gut sozusagen, wenn das zu Hause nicht geht, das in der Klinik stationär dann mit einer Krankenhausaufnahme zu machen und dort eben dann auch Nierenwerte und andere Stoffwechselwerte gut zu überprüfen. In jedem Fall sollte man es ja nur ganz eng in Abstimmung natürlich mit den Ärzten, dem Diabetologen machen, sonst natürlich sollte man das sicherlich gar nichts ändern. Lassen Sie uns noch mal über den Versorgungsalltag der Menschen mit Diabetes sprechen, was ja sozusagen der Kern ist und ganz wichtig ist, um eben eine gute Blutzuckereinstellung auch sicherzustellen. Sie sagten, letztendlich können ja jetzt die Patienten wieder kommen, sie können wieder in die Klinik und in die Praxen kommen. Kommen sie denn auch oder gibt es da immer noch Ängste und Zurückhaltung? Also wir sehen jetzt doch eine zunehmende Zahl, die wieder kommt. Ja. Wir sind noch nicht auf dem alten Stand zurück und das wird sicher auch noch länger dauern. Und ich kann eben nur appellieren, dass, wie gesagt, eben die Hygienemaßnahmen getroffen sind, dass es im Prinzip
aus medizinischen Gründen wichtig ist, wiederzukommen und dass auch sozusagen die Kapazität da ist, die Patienten gut zu versorgen. Hier kommt eine Frage im Chat rein. Da geht es darum, merken Sie jetzt schon bei den Patienten, die wiederkommen, dass die eventuell verpassten Kontrolltermine zu einer schlechteren Einstellung geführt haben? Also dass jetzt schon wirklich eine schlechtere Situation auch eingetreten ist durch die Pause, die zum Teil entstanden ist? Also hier haben wir natürlich jetzt noch keine validen statistischen Daten. Und da hoffen wir sehr drauf, dass wir sozusagen da auch bald Zahlen tatsächlich bekommen, zum Beispiel aus dem DPV-Register oder aus den DMP-Daten. Aber mein Eindruck ist doch der jetzt, dass wir schon vermehrt Menschen sehen, die höhere HbA1c-Werte haben und nicht so normnah eingestellte Werte haben wie bei sonstigen Vorsorgekontrollen und dass doch eben die Situation in der letzten Zeit schwieriger war, eben auch unter den veränderten Lebensbedingungen sozusagen auf gut Deutsch Spur zu halten. Noch eine andere ganz wichtige Frage. Sie sprachen ja davon, dass eben Diabetes eine Pandemie ist. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass die Politik mit großem Wumms etwas gegen die Corona-Pandemie gemacht hat. Jetzt soll ja diese Woche tatsächlich noch was im Vereins der Politik da anstehen und auch etwas in Sachen Diabetes-Pandemie vorangebracht werden. Was erhoffen Sie sich denn tatsächlich? Meinen Sie denn, dass sich die Koalitionäre zum Beispiel auf eine Zuckerreduktion oder solche Dinge wirklich verständigen werden? Oder was, wie umfangreich und wie greifend wird es tatsächlich sein? Also ich hoffe, dass die Politik jetzt hier zu einer einheitlichen Empfehlung zu einer Zuckerreduktionsstrategie kommt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil Adipositas, die ein sehr großer Risikofaktor ist für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes, deutlich zunimmt und vor allem im Kindesalter zunimmt. Und bisher ist ja leider eine Einigung ausgeblieben, weil ja vor allem die Ernährungsempfehlungen außen vor gelassen werden. Und ich denke, dass hier eben sozusagen Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft doch zueinander finden müssen. Und ich würde mir hier wirklich einen Bums und einen Knall wünschen, der in die richtige Richtung geht. Wir werden gespannt auf diese Woche noch schauen und gucken, was da in Berlin diesbezüglich entschieden wird. Wir hoffen sehr, dass nach vielen, vielen Jahren der Ankündigung nun tatsächlich auch was sichtbar wird, was am Ende des Tages vor allem den Patienten und den künftigen Patienten hilft und dafür sorgt, dass weniger erkranken und die erkranken, dann noch besser versorgt werden können. Ganz herzlichen Dank, Herr Gallwitz. Sie sprachen schon die Situation auch bei Kindern und Jugendlichen an. Die wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen und vor allem natürlich die Kinder und Jugendlichen, die an Diabetes Typ 1 leiden. Das ist die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Ungefähr 32.500 Menschen zwischen 0 und 19, Herr Professor Neu, sind in Deutschland daran erkrankt. Insgesamt hat sich in den letzten Jahren nicht nur die Zahl der Erkrankten deutlich erhöht, auch die Qualität der Versorgung ist deutlich besser geworden. Trotzdem gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Wie ist denn das zu erklären, dass es immer noch nicht überall gleich gut ist mit der Versorgung und haben auch die letzten Wochen noch mal mit dazu beigetragen, dass sich Versorgung verschlechtert hat? Oder war Ihre Tätigkeit davon relativ unbeeinflusst? Ja. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Frau Döbler, ich greife auf, die Gesamtversorgung der 32.000 Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland mit einem Typ-1-Diabetes leben, darf man als gut bezeichnen. Wir haben, und auch das wurde bereits genannt, in Deutschland eine einmalige Situation mit einer sehr guten Dokumentation der Versorgungslage im sogenannten DPV-Register. Das ist international etwas sehr Besonderes und erlaubt uns einen Zugriff und einen Einblick auf Versorgungsdaten und Stoffwechselergebnisse in großem Umfang.
Aus diesem Register wissen wir, dass die Versorgungslage gut ist aus folgenden Gründen. Erstens, die Stoffwechsellage ist verglichen mit Nachbarländern im internationalen Vergleich besser. Die Kinder und Jugendlichen hierzulande haben im Mittel bessere HbA1c-Werte. Das ist der Indikator für die Stoffwechselqualität und das sichert Ihnen die Zukunft mit oder trotz Ihres Diabetes. Zweitens, die Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Diabetes hat sich in den letzten 20 Jahren kontinuierlich verbessert. Das heißt, diese HbA1c-Werte sind von Jahr zu Jahr ein kleines Stück besser geworden und die Rate der Komplikationen hat mit Einführung der neuen Technologien abgenommen. Wir haben heute deutlich weniger schwere Stoffwechselentgleisungen, Ketoazidosen im Verlauf bei Patienten mit Insulinpumpen als noch vor 10 Jahren bei einer konventionellen Spritzentherapie. Und der dritte Grund, warum wir zufrieden sein dürfen mit der Versorgungslage: Kinder und Jugendliche profitieren und nutzen moderne Technologien in großem Umfang, weit mehr als das im Erwachsenenalter der Fall ist. Mehr als die Hälfte der Kinder nutzt heute eine kontinuierliche Glukosemessung. Mehr als die Hälfte der Kinder trägt eine Insulinpumpe. Bei Kindern unter fünf Jahren sind es 90%, die mit einer Insulinpumpentechnik versorgt sind. Das heißt, diese Technologien, die in den letzten 10 Jahren mehr und mehr in das Bewusstsein gekommen sind, werden tatsächlich angewandt und prägen den Alltag der Kinderdiabetologen. Soweit so gut, soweit können wir zufrieden sein. Natürlich, und das haben Sie angesprochen, Frau Döbler, gibt es Defizite. Und auch hier greife ich 3 Bereiche heraus. Erstens regionale Unterschiede. Es gibt ganz erhebliche Unterschiede in der Stoffwechselqualität der Diabetespatienten in den 16 Bundesländern. Wir beobachten HbA1c-Schwankungen von etwa 1% zwischen den einzelnen Ländern. Das heißt, die Versorgungslage ist nicht flächendeckend gleich qualitativ hoch. Zweitens, die Ausstattung der Diabetes-Teams ist oft unzureichend, sowohl für die stationäre als auch für die ambulante Versorgung. Insbesondere im psychosozialen Bereich gibt es erhebliche Defizite. Viele Teams sind weder mit einem Psychologen noch mit einem Sozialarbeiter ausgestattet, obwohl wir wissen, dass psychosoziale Determinanten die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Stoffwechsel bei Kindern und Jugendlichen darstellen. Das ist nicht überraschend. Diabetes ist eine Erkrankung, die in alle Lebensbereiche eingreift und den Alltag der Betroffenen erheblich verändert. Deshalb ist es gerade für Kinder und Jugendliche wichtig, dass wir den psychosozialen Bereich gut personell abdecken. Denn es geht um die Frage, können Kinder mit Diabetes in den Kindergarten, können sie in die Kindertagesstätte? Wie instruiere ich die Lehrer? Sportliche Aktivitäten sind betroffen, Schullandheim, Freizeitaufenthalte, Reisen. Alle diese Fragen sind für Kinder essentiell. Und wir möchten schließlich, dass diese Kinder mit Diabetes aufwachsen wie gleichaltrige Gesunde. Der dritte defizitäre Bereich. Es gibt diese modernen Technologien, die ich angesprochen habe, kontinuierliche Glukosemessung, Pumpentherapie.
In aller Regel werden sie auch finanziert genehmigt von den Kostenträgern. Dennoch ist der Zugang zu diesen Hilfsmitteln häufig mit administrativen und bürokratischen Hürden belegt und es ist oft ein Kampf, diese Hilfsmittel zu bekommen und einsetzen zu können. Und da würde man sich doch einen unkomplizierteren Zugang zu diesen Technologien wünschen, die nicht nur medizinisch, sondern auch was die Lebensqualität anbelangt, einen erheblichen Vorteil bieten. Ich fasse zusammen. Kinderdiabetologie ist aufwendig und umfassend. Sie muss deshalb adäquat ausgestattet und vergütet werden. Kliniken, Krankenhäuser und ambulante Einrichtungen brauchen deshalb Unterstützung. Die Unterstützung aus dem Finanzierungssystem der Krankenhäuser reicht da nicht aus. Und wir brauchen zusätzlich auch Unterstützung von politischer Seite. Ganz herzlichen Dank, Herr Ritter Neu. Ich möchte gerne noch mal auf die Schwankungen in den Regionen zu sprechen kommen, die Sie ansprachen. Unterschiede von bis zu 1% beim HbA1c-Wert ist ja enorm. Sind genau diese Schwankungen auf diese Defizite zurückzuführen, die Sie jetzt nannten? Also zum Beispiel, dass die Teams nicht so ausgestattet sind, dass eine psychologische Betreuung fehlt und dass auch der Zugang zu technologischer Unterstützung nicht entsprechend finanziert wird, kann man sagen, das ist in manchen Bundesländern einfach schlechter als in Baden-Württemberg, sage ich jetzt einfach mal. Normalerweise oder üblicherweise werden Kinder mit Typ 1 Diabetes stationär in Kinderkliniken versorgt und die allermeisten Ambulanzen sind auch an solche Kliniken angegliedert. Es gibt ganz wenige MVZs, einige Schwerpunktpraxen für Kinder und Jugendliche, aber das Gros der Kinder und Jugendlichen wird an Kliniken versorgt. Wenn nun eine Klinik in ökonomischen Nöten ist und sparen muss, dann wird sie am ehesten dort sparen, wo der Aufwand sehr groß ist und das Einkommen eher überschaubar. Und das ist im Diabetesbereich so. Ich habe Ihnen gesagt, warum der Aufwand so groß ist. Wir können nicht nur den Patienten im Fokus haben, wir müssen seine Familie sehen, wir müssen sein Umfeld sehen, wir müssen alle diese in die Behandlung in irgendeiner Form integrieren und berücksichtigen. Das kann sich nicht jedes Krankenhaus leisten. Die Krankenhäuser sind unter einem ökonomischen Druck und deshalb wird in diesen Bereichen oft gespart, werden Abstriche gemacht. Wo Abstriche gemacht werden, wird die Versorgungslage dünner, die Wege zum Diabetologen werden weiter, die Teams sind unzureichend ausgestattet. Ich habe gesagt, beispielsweise mit Psychologen oder Sozialarbeitern. Es kann auch sein, dass an der Diätassistentin oder der Ernährungsberaterin gespart wird. Und dort, wo das nicht vorhanden ist, ist die Versorgung lückenhaft und dementsprechend sind die Ergebnisse schlecht. Die Komplikationsrate ist hoch. Langfristig und volkswirtschaftlich ist das ein Sparprozess, der sich nicht auszahlt. Also an der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ 1 sollte man an keiner Stelle sparen, weil letztendlich ist das die Sicherstellung, dass Komplikationen später nicht auftreten und dass diese Kinder und Jugendlichen auch wirklich ein ganz normales, möglicherweise dann eben gesundes Leben auch führen können und diese ganzen Einschränkungen, die auch auftreten können, eben nicht haben. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier kam jetzt die Frage, es nicht letztendlich sehr wenige sind, wenn Sie sagen, 50% sind schon Pumpenträger im Kindes- und Jugendalter, ob da nicht das Ziel sein müsste, dass es auch mehr werden? Oder eigentlich? Es sind mehr als 50%. Wie gesagt, das muss man ein bisschen nach Altersgruppen gestaffelt betrachten. Mhm. Bei den unter 5-Jährigen sind es über 90%. Und natürlich ist das Ziel, möglichst vielen einen Zugang zu diesen Technologien zu verschaffen. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, es gibt nicht eine Therapie für alle
Patienten. Es gibt auch Patienten, für die ist die Pumpentherapie nicht die richtige Therapie und wir müssen auch denen Alternativen und Optionen bieten, ob modern oder nicht modern. Das ist eine individuelle Entscheidung. Ich plädiere immer für ein maßgeschneidertes Therapiekonzept, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Die sind nun mal sehr unterschiedlich. Also man kann nicht per se sagen, Pumpe ist immer das Beste. Es muss sehr individuell hingeguckt werden, was passt tatsächlich für welches Kind und was für welchen Jugendlichen, wer kommt womit zurecht und kann die Krankheit bestmöglich eben auch für sich managen, weil darauf kommt es ja letztendlich an. Hatten Sie in den letzten Wochen, Monaten irgendwelche besonderen Defizite festgestellt? Nur damit wir nochmal den Corona-Bogen schlagen können. Vielleicht ganz kurze Antwort darauf noch. Wir haben versucht, auch in dieser eher schwierigen Zeit den regelmäßigen Kontakt mit unseren Patienten zu pflegen, haben vermehrt Telefonsprechstunden, Videosprechstunden angeboten, haben die Patienten, wenn wir sie in eine gefährdete Gruppe eingestuft haben, durchaus auch hier gesehen, sodass der Kontakt zwar etwas ausgedünnt war, aber nie ganz abgerissen ist. Und ich glaube, so haben wir die Zeit ganz gut überbrückt. Und inzwischen sind wir, was unsere ambulante Betreuung anbelangt, zum Regelbetrieb übergegangen. Das ist doch eine positive Aussage zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Neul. Wir hatten schon eingangs gehört, welche große Rolle Hormone gerade auch bei Covid-19 spielen, aber natürlich auch bei ganz, ganz vielen anderen Volkskrankheiten und seltenen Erkrankungen. Das wollen wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen, und zwar anhand des Schlüsselhormons, des Schilddrüsenhormons. Fast jeder in Deutschland hat ja irgendwie mehr oder weniger Schilddrüse. Und viele von uns kennen die Situation, dass eben Schilddrüsenhormone über das Blut bestimmt werden. Aber Frau Professor Führer-Sakel, und darum geht es Ihnen in Ihrem Sonderforschungsbereich, so einfach kann man es sich letztendlich nicht machen, weil ganz entscheidend ist, ob Schilddrüsenhormone tatsächlich auf bestimmten Organen ankommt und wie es dann dort wirkt. Sie untersuchen jetzt ganz explizit Einfluss von Schilddrüsenhormonen auf Gehirn, Leber und Herz. Nicht zuletzt mit Blick eben auf spezielle Volkskrankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall, welche Rolle es da spielt. Was gibt es denn da schon an Erkenntnissen? Weil bislang ist ja etabliert, Blut abnehmen, gucken, ist genug Schilddrüsenhormon da, ja oder nein, und dann L-Thyroxin. Das ist das Mittel der Wahl. Aber so einfach ist es nicht. Ja, das ist richtig, was Sie sagen, Frau Döbler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich natürlich heute, hier über ein altbekanntes Hormon berichten zu dürfen. Es ist in Deutschland unter den Top-Medikamenten, die verordnet werden. Das ist ein Fakt, der ist seit Jahren festgeschrieben. Weltweit zählt es auch zu dem Top-Hormon, was verordnet wird. Und wir haben eben lange auch zu Recht über Corona gesprochen, dass unser Gesundheitssystem fordert, auf den Kopf stellt, unsere Lebensweise. Und dazu passt auch ein Paradigmenwechsel in der Hormonwirkung, den wir jetzt auch mit der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in einem großen Konsortium, einem Sonderforschungsbereich untersuchen können. Und da verlassen wir die klassische Ebene der Endokrinologie mit dem Konzept Hormone zirkulieren im Blut. Frau Döbler hat es wunderbar formuliert und gehen hinein in medias res. Hormone entfalten nämlich nur eine Wirkung in den Organen, in den Geweben und, um es noch genauer zu sagen, in den Zellen. Und da ist letztendlich deutlich, und das kann man am Schilddrüsenhormon sehr gut zeigen, dass das, was wir im Blut finden, nicht immer dem entspricht, was der Hormonspiegel oder die Hormonkonzentration in den Endorganen an dem Angriffsort eigentlich ausrichtet. Und wie lernt man solche Dinge, dass solche Konzepte, die man immer verfolgt hat und so im Alltag integriert, sind gar nicht der Schlüssel der Weisheit sind. Das lernt man sehr häufig an seltenen Erkrankungen, die auch, da könnte man auch viel zu sagen, in der Versorgung, auch in Deutschland, eine besondere Herausforderung darstellen. Aber es gab so zwei seltene Erkrankungen, an denen wir Hormonforscher viel gelernt haben. Und das eine ist das Ellen-Hurton-Dudley-Syndrom. Das ist 2004 das erste Mal in der Ursache charakterisiert worden und in diesem Syndrom einer sehr seltenen Erkrankung, die mit schwersten neurokognitiven Defekten, Entwicklungsverzögerungen einhergeht,
hat man identifiziert, dass Schilddrüsenhormone über Transportproteine, Transporteiweiße überhaupt in die Organe hineingelangen. Der Transporter, den man da gefunden hat, ist der Monocarboxylase-Transporter 8, MCT8. Und man hat gesehen, dass dieser defekt ist bei den betroffenen Patienten. Das sind Jungen, der ist X-chromosomal vererbt. Und dass dadurch im Gehirn, in der Entwicklung, aber eben auch lebenslang Schilddrüsenhormon fehlt, weil es einfach nicht in das Zielorgan kommen kann. Nun kann man sagen, okay, das ist schon mal ein komplettes Umdenken dessen, was wir so klassischerweise verfolgen. Man hat aber dann auch herausgefunden, dass natürlich dieser Transporter nicht nur im Gehirn ist, sondern auch an anderen Zellen, an anderen Organen erst einmal betrachtet und dass er dort womöglich eine Rolle spielt oder nicht eine Rolle spielt. Und demzufolge sind es Patienten, die im Gehirn eher eine Unterversorgung mit Schilddrüsenhormonen haben, im Blut aber zum Beispiel ganz hohe Schilddrüsenhormonspiegel haben. Und die machen an der Leber, wo dieser Transporter eine andere Funktion hat, zum Beispiel eine Überversorgung mit Schilddrüsenhormonen. Und das ist was komplett Neues. Sie haben also im Serum, im Blut irgendeinen Wert und im Organ eine Über- oder eine Unterversorgung mit dem Hormon, obwohl es im Blut anders aussieht. Ein zweites Krankheitsbild gab es, das ist eine Resistenz gegen Schilddrüsenhormone, Alpha, was ganz Besonderes. Und das sind Patienten, die haben in bestimmten Organen, auch wieder im Gehirn, im Herzen, vor allen Dingen eine Unempfindlichkeit gegen die Schilddrüsenhormonwirkung, während in anderen Organen, der Leber zum Beispiel, das Hormon völlig normal ist. Und diese Patienten haben ganz normale Blutkonzentration von Schilddrüsen. Das heißt, wenn man dann nur eine Blutentnahme macht und die sozusagen nicht sehen würde, ja, also Telemedizin ohne Patient und ohne Angucken und Vermessen und Befragen, hätte man das Gefühl, das ist ein völlig gesunder Patient. Nein, die haben schwerste Defekte, gerade in den Organen Hirn, Herz und zum Beispiel im Darmtrakt. Und anhand dieser Krankheitsbilder hat man gelernt, man muss komplett umdenken. Und wir wissen heute, es gibt drei Bausteine. Es gibt die Transporter, die entscheiden, ob das Hormon in das Organ kommt. Wir wissen, es gibt in dem Organ eine Verstoffwechselung, da spielen Deodinasen eine Rolle. Die entscheiden, ob ein Hormon, ein Schilddrüsenhormon aktiv wird, wirken kann oder ob es inaktiv wird, aussortiert wird. Und dann gibt es eine dritte Ebene, die kennen wir schon ein bisschen länger, verstehen wir aber jetzt zunehmend besser, dass das Hormon am Zellkern andockt, an entsprechenden Strukturen die Erbinformation umschreibt oder dass es anders wirkt, schnell wirkt, wir sagen ja nicht kanonisch zu wirkt und dass es völlig andere Effekte machen kann im Metabolismus. Und auf die drei Ebenen kommt es jetzt an, was passiert, was auch im Körper passiert, was auch beim Menschen passiert. Das ist nicht immer das, was wir im Blut messen. Das ist der entscheidende Wechsel im Konzept und im Paradigma. So, warum ist das jetzt so spannend? Jetzt kann man sagen, seltene Erkrankung, das an sich ist schon ein elementares Thema, dem wir uns auch stellen müssen, gerade als Endokrinologen. Es ist auch deswegen spannend, weil wir aus Tieruntersuchungen vor allen Dingen, aber auch aus menschlichen Proben schon Hinweise haben, dass bestimmte Krankheitsprozesse einmal stattfinden, wenn an einem dieser drei Stellglieder eine Veränderung auftritt. Wenn der Metabolismus nicht richtig funktioniert, wenn der Angriffspunkt im Zellkern oder anderweitig verändert ist. Wir wissen aber auch, dass die Wirkung von den Hormonen in einem Organ geändert werden kann, wenn zum Beispiel eine Organerkrankung vorliegt. Und wir haben aus Tierexperimenten ganz gute Daten, die zum Beispiel zeigen, wenn man eine Fettleber hat, also eine der klassischen Volkserkrankungen, dann haben wir in der Leber an bestimmten Stellen, an welchen genau werden wir auch noch herausfinden mit unserem Sonderforschungsbereich, eine Minderwirkung von Schilddrüsenhormonen. Erster Punkt ist die Folge davon. Zweiter Punkt, wenn Sie einen Schlaganfall haben oder einen Herzinfarkt haben, dann haben Sie in der Erholungsphase eine Minderwirkung von Schilddrüsenhormonen. Da kann man drüber nachdenken und auch da haben wir experimentelle Daten dazu, ob es da nicht sinnvoll ist, Schilddrüsenhormon zu geben, aber eben nicht überall, sondern nur an dieser Stelle. Wenn Sie in einen Infarkt reingehen und eine Unterfunktion von Schilddrüsenhormonen im Organ haben, kriegen Sie einen kleineren Infarkt. Also das sind nur so ein paar Beispiele, wo man merkt, dass bei Krankheitsbildern, die ganz, ganz viele Menschen angehen, da etwas passiert, dass da lokal Schilddrüsenhormon eine Rolle spielt. Wenn man das alles aufgedröselt hat, ist man natürlich dabei, dass man sagen kann, dann kann man es auch beeinflussen.
aber eben nicht beeinflussen, indem man die Tablette gibt. Die ist gut und richtig da, wo ein genereller Mangel ist. Was wir aber wollen, ist lokal, ganz gezielt in einem Organ oder in einem subzellulären Aspekt eines Organs, vor allen Dingen aber krankheitsspezifisch, diesen Stoffwechsel zu modulieren. So etwas ist ja nur möglich, wenn man Unterstützung bekommt. Wir haben eben über Unterstützung von Versorgungsstrukturen gehört. Wir brauchen Unterstützung im Bereich der Forschung. Und wir sind außerordentlich dankbar. Und da ist die DGE ganz, ganz auch aktiv gewesen, dass wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft immer gerade für unsere endokrinologische Forschung auch begeistern konnten. Wir hatten vor knapp 7 Jahren die Einrichtung eines Schwerpunktprogramms, das sich mit Schilddrüsenhormonwirkung neuen Aspekten schon beschäftigen konnte. Thyroid Trans Act, das konnte ich auch intensiv mit begleiten. Und wir haben jetzt sozusagen aufgesetzt auf die lokale Wirkung einen Sonderforschungsbereich. Ist der erste überhaupt zur Schilddrüsenforschung in Deutschland. Aber es geht um die Hormonforschung, nicht um die Schilddrüse an sich. Und dieser Forschungsbereich heißt Local Control of Thyroid Hormone Action oder Lokotakt. Wir kommen in einen anderen Takt, aber einen lokalen, und ist eine Einrichtung, die an der Universität Duisburg-Essen angesiedelt ist. Ich spreche mit Ihnen von der Universitätsmedizin Essen aus. Und die Partner, die gleichberechtigten, wir sind drei Partner, sind die Universität zu Lübeck und die Charité Universitätsmedizin Berlin. Wir haben Helmholtz-Institut und Leibniz-Institute dabei, die Uni Leipzig ist auch dabei. Und das Schöne, und deswegen freue ich mich, dass ich kurz etwas dazu heute auch sagen darf, ist, es ist exemplarisch für das, wie wir Endokrinologie auch verstehen sollten. Wir sind in einem interdisziplinären Konsortium. Wir sind in drei Organsystemen, dem Gehirn, dem Herzen und der Leber. Wir sind verpaart als Endokrinologen mit unseren Kollegen aus der Neurologie, aus der Hepatologie, Gastroenterologie, aus den kardiologischen Disziplinen und können da praktisch nur gemeinsam diese Themen angehen. Wir haben die Grundlagenwissenschaftler, Biochemie, Pharmazeuten dabei und natürlich Herr Weber und ich sind beide Internisten, Endokrinologen. Herr Gallwitz auch, also diabetologisch ausgerichtet. Natürlich ist das die Kerndisziplin, aber Herr Neu, die Pädiater, die pädiatrischen Endokrinologen spielen auch eine Rolle. Also Endokrinologie, Hormonlehre, aber gemeinsam mit den Organspezialisten. Und das ist echte Endokrinologie, das ist echte endokrine Medizin. Und so glauben wir, dass wir auch gemeinsam in den nächsten 12 Jahren auflösen können, wie das lokal funktioniert. Das ist die erste Frage. An welchen Zellen ist das genau? Wo verändert sich das bei Krankheitsbildern? Und welche Instrumente, da haben wir ein ganzes Tool von Chimären angefangen, München, dem Helmholtz-Zentrum, über virale Ansätze, über Analoga-Konstrukte und so weiter. Wie können wir die Werkzeuge, die wir haben, einsetzen, um die Volkskrankheiten zu drehen, aber auch die seltenen Erkrankungen besser zu verstehen, und das ist ein Paradigmenwechsel. Ich glaube, das ist aber auch ein wesentlicher Ausblick, wie die Endokrinologie in Zukunft funktionieren kann. Und deswegen herzlichen Dank, dass wir heute auch kurz darüber sprechen können. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Flügers-Sagel, für diese spannenden Ausführungen, auch die Erläuterung, was endokrine Medizin tatsächlich ist. Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird das, was Sie jetzt erforschen, nicht die bisherige Schilddrüsenhormontherapie ersetzen, sondern ergänzen mit Blick auf spezielle Organleiden, die Menschen eben haben im Zusammenhang mit Herz, Hirn oder eben auch an der Leber? Oder könnte es auch tatsächlich sein, dass man irgendwann eine sehr viel individuellere Schilddrüsenhormontherapie haben wird und eben auch da sehr viel genauer schaut und eben nicht mehr nur das Blutkonzentrat anschaut? Ja, also Sie fragen genau in die richtige Richtung. Die klassische Hormontherapie, so wie wir sie kennengelernt haben, war ja, ich ersetze etwas, wo etwas fehlt. Also das ist der Klassiker der Unterfunktion. Ich ersetze das Schilddrüsenhormon, das wirkt systemisch. Das ist es. Was wir jetzt wollen, ist, wir wollen es nicht systemisch modulieren, sondern wir wollen es lokal ersetzen. Das heißt, wir sind sehr individuell. Und das funktioniert natürlich erstmal prinzipiell nicht mehr mit dieser klassischen Hormontablette, wie wir sie alle kennen.
Das beste Beispiel sind Präparate, die Chimärenmoleküle, die von Herrn Schöpf, Herr Timo Müller kommen aus München, wo man praktisch über eine Kopplung vom Schilddrüsenhormon, aber wir haben auch andere Hormonkopplungen, an zum Beispiel GLP-1-Rezeptor-Targeting machen kann und dann als trojanisches Pferd genau in die Organe hineinkommt, wo man eine Hormonwirkung haben möchte. Und das ist das Konzept, was Sie auch ansprechen, was wir als Endokrinologen haben sollten, entwickeln müssen in der Zukunft. Denn das ist die Aufgabe, wie wir Hormone zielbringend eben auch anwenden können für Gesundheit. Es ist immer die ganz unpassende Frage an Wissenschaftler gestellt, aber trotzdem, die Öffentlichkeit will es wissen. Was meinen Sie denn, bis wann man so weit sein könnte, dass man tatsächlich so gezielt lokal therapieren kann? Ja, es gibt bestimmte Ansätze, die sind schon sehr weit. Also für die Fettleber ist man da sehr weit mit den Chimären in den klinischen Studien. Ich glaube, das ist nicht mehr so ganz große Zukunftsmusik. Die anderen Fragen, das sind Grundlagenfragen, dafür gibt es den Sonderforschungsbereich. Sowas läuft klassischerweise über 12 Jahre. Wir merken, wir haben viel zu tun. Wir sind aber auch couragiert, das anzupacken. Und wenn wir am Ende dann Grundlagen geklärt haben, die auch uns dann stark machen, mit der Pharmaindustrie natürlich zu sagen, an der Stelle mit dem Tool macht das Ganze Sinn. Da muss man ja unglaublich viel klären in Tiermodellen und so weiter. Dann sind wir sehr weit gekommen. Aber wie gesagt, wir fahren zweigleisig und es gibt bestimmte Bereiche, wo das sehr schnell kommt. Für die seltenen Erkrankungen, also das Ellen-Hurton-Dudley-Syndrom, da laufen bereits Studien, wo man mit, ich sag mal, umschrieben mit Schilddrüsenähnlichen, hormonähnlichen Substanzen Versuche macht. Da gibt es auch spannende Ansätze, mit möglicherweise im Gehirn direkt was hineinzubekommen. Ich bin optimistisch. Wir haben gesagt, wir wollen da in 12 Jahren so weit sein, dass wir für die Betroffenen eine Perspektive haben. Sehr schön. Das sind doch lange, aber doch Aussichten in jedem Fall. Hier kam jetzt nochmal eine Frage. Unterversorgung am Gehirn. Sie hatten darüber ja schon gesprochen, welche gravierenden Folgen das bei einigen seltenen Krankheiten hat. Wie sieht es denn da bei Volkskrankheiten beispielsweise beim Schlaganfall aus? Also hier nochmal ganz konkret wird nach Beispielen. Ja, also die Daten, die ich berichtet habe, es gibt seit vielen Jahren Assoziationsstudien zu Schlaganfall, Herzinfarkt, die Herzinsuffizienz, also das chronische Organversagen ist auch so ein Beispiel, wo man sagt, Serumspiegel, TSH korreliert mit diesem und jenem. Die gibt es und da weiß man, dass zum Beispiel ein sehr niedriger TSH-Wert, da kann man diskutieren, ist das Unterversorgung dann zentral in der Anhangdrüse sozusagen gekoppelt, ein schlechter prognostischer Verlaufsparameter ist. Da sind wir wieder in der Biomarker-Diskussion. Die Daten, die jetzt sicher die Kollegin der Kollege erfragt, die ich im Kopf habe, sind tierexperimentelle Daten. Das kann man ja am Menschen lokal, das ist ethisch problematisch, braucht man nichts weiter zu sagen, untersuchen, nicht untersuchen, sind so, dass wenn Sie einen Schlaganfall haben oder in einen Schlaganfall hineingehen, und im Gehirn eine Unterwirkung von Schilddrüsenhormonen haben, eine Hypothyreose, dann bekommen Sie einen kleineren Schlaganfall. Und das ist beim Herzinfarkt auch so. Eine Hypothyreose im Herzen mit einer Ischämie macht Ihnen einen kleineren Infarkt. Das heißt, es ist hochprotektiv. Warum das so ist, da gibt es Hinweise für, ob das über den Energiestoffwechsel funktioniert. Das ist naheliegend, weil Schilddrüsenhormon essentiell in den mitochondrialen Stoffwechsel eingreift. Aber das muss man im Einzelnen noch klären. So, und man kann natürlich postulieren, gibt es bestimmte Patientengruppen, bei denen es günstiger sein sollte, könnte, eine Stoffwechselleistung einzustellen. Wir reden aber im Moment eben über systemische Möglichkeiten, die wir haben. Wollen wir eigentlich nicht. Aber wovon wir abkommen würden, wäre bei Herzpatienten, Hochrisikopatienten unnötig, Schilddrüsenhormone einzusetzen. Und da gibt es wiederum gute Assoziationsstudien, die uns davor warnen, dass eine sehr pauschalisierte Gabe von Hormonen, wo es gar nicht angezeigt ist, eher mehr Schaden anrichtet. Also ein paar Sachen passen zusammen. Der Rest ist im Moment hier experimentell Grundlagenforschung. Und bitte mitnehmen, es ist hochspannend, aber bevor wir es am Patienten
in der Praxis direkt anwenden, haben wir noch viele Hausaufgaben auch zu erledigen. Ganz herzlichen Dank, Professor Pürer-Sagel. Wir werden von Zeit zu Zeit immer wieder nachfragen und natürlich Ihre spannenden Forschungen da mitverfolgen und dann, wenn es Zwischenergebnisse gibt, natürlich auch immer wieder an die Kolleginnen und Kollegen in den Medien weitergeben. Ich glaube, die letzte Stunde hat gezeigt, dass alles wirklich im menschlichen Körper oder sehr, sehr vieles durch Hormone und Stoffwechsel bestimmt sind und dass das aber nur gut behandelbar oder zu nutzen ist, wenn man auch ganz individuell hinschaut, was für wen genau die richtige Therapie ist, was auch vielleicht für wen die richtige Präventionsmaßnahme ist. Schaut man sich Diabetes an, schaut man sich andere Krankheitsbilder an. Also ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, diese Entwicklung zu einer individualisierten Therapie, zu einer individualisierten Medizin. Fächern Diabetologie und Endokrinologie in ganz besonderer Weise auch notwendig für die Patienten und wird auch in der Wissenschaft entsprechend abgebildet. Und ich schaue auf die Uhr und sehe, wir könnten noch ein paar Minuten natürlich weiter plaudern. Wir haben auch noch ein paar Fragen, aber ich denke doch, wir sollten jetzt die Zeit nicht überstrapazieren. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie Ihre spannenden Erkenntnisse hier vorgetragen haben und in die Runde der Journalistinnen und Journalisten, die ich ja leider nicht sehe und die ich sehr, sehr gerne auch mal wieder persönlich sehen würde, auch meine ganz herzlichen Grüße und meinen herzlichen Dank, dass Sie uns so zahlreich und auch so lange hier gefolgt sind. Wir sind gespannt, was Sie daraus machen. Und bitte scheuen Sie sich nicht, auch jederzeit nochmal nachzufragen, wenn das eine oder andere noch nicht im Rahmen dieser Pressekonferenz jetzt geklärt werden konnte. Herzlichen Dank in die gesamte Runde und bleiben Sie gesund. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ebenso. Wiedersehen.